Die kleine Laufgruppe, die sich hier auf den Rundkurs begibt, ist nur eines der Angebote zum Gesundheitstag der Elbland-Reha in Großenhain. Für die Mitarbeiter der Klinik gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich auszuprobieren. So wird ein Stresstest angeboten, aber auch eine Fußdruckmassage und ein Venenscreening. Auch das medizinische Versorgungszentrum bietet Untersuchungsmöglichkeiten an. Es gibt ein Kursangebot unter anderem zu Fitness, aber auch Yoga. Außerdem wird zum Thema Wasser informiert. Mitarbeiter, Patienten und Angehörige können seit einigen Tagen das kostenlose Trinkwasserangebot der Reha-Klinik nutzen. Ja, also wenn wir uns überlegen, weiß dann natürlich jeder theoretisch wahrscheinlich mehr Bescheid. Wir bieten auch einige Sachen an. Unseren Therapieraum kann man auch privat nutzen, auch nach der Arbeitszeit. Es steht ja jedem offen, wo man trainieren kann. Aber wir sehen, wie bei allen Themen der Gesundheitsförderung, könnte es auch mehr sein, aber wir bieten die Angebote an. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, bei so einem Gesundheitstag immer wieder zu zeigen, was ist denn möglich. Und vor allen Dingen der kleine Stand, den wir haben zum Thema Wasser und Trinken. Das ist auch etwas für mich persönlich, da ich, glaube ich, über den Tag zu wenig trinke. Und da muss man sich auch mal an die eigene Nase fassen und da kann natürlich jeder für sich noch ein bisschen mehr tun. Inzwischen ist das Laufteam, zu dem auch Verwaltungsleiter und Chefarzt gehören, von der 6-Kilometer-Strecke zurück. Der Gesundheitstag geht noch weiter. Er soll die Initialzündung für dauerhaft bessere Mitarbeitergesundheit sein.